hier in Övre Eitfjord angekommen und im Jölmodal, das geht da hoch, da beginnt meine Reise. 5 Kilometer darf ich noch mit dem Auto fahren. Dann wird getragen, ca. 25 Kilometer bis nach Hatlaskar, der Touristenhütte. Etwas oberhalb von Hatlaskar sind die Quellen des Wei. Der Wei fließt hier durch das Jölmodal, ist ca. 40 Kilometer lang und mündet da vorne in den Eidfjordvatn. Ja, und wenn alles gut läuft, dann komme ich in ca. 6 Tagen hier an, an der Mündung in den Eidfjordvatn. Hier haben wir jetzt mein hochspezialisiertes Tragesystem für mein Kajak. Das kann man aufsetzen wie einen Rucksack. Das ist in ungefähr 30 Stunden Heimarbeit selbst genäht. Hinten sind Gurte dran, wo ich dann das Kajak dran befestigen kann. Und das muss 40 Kilo tragen. Ich hoffe, das tut es auch. Getestet habe ich es mit 40 Kilo noch nicht. Das Schild nach Hatlaskar, das ist unser Ziel. Die erste Nacht hier in Hardangervidda habe ich überstanden. Die erste Strecke ist gemacht. Das Wetter ist ein bisschen besser geworden. Und ja, ich bin auch guter Dinge. Gleich geht's weiter. Der Fußweg endlich ein Ende und gleich geht es dann los auf dem Bach. Da oben geht es gleich los. Da sehen wir uns wieder. Jetzt wird fix umgezogen. Da oben sind die Quellen des Flusses, da werde ich gleich einsetzen. Das ist die Anfangsrutsche und ich habe mal gehört, dass der erste Fahrer den Stellen auch einen Namen geben darf. Ich würde sagen, das hier sind die Schnörkslides.
think I want to do extraordinary trip. Okay. In 2 days. Yeah. I will arrive at the Eifjord. Ah, how much does that weigh? I mean, what's that like to carry? Oh, it's the boat weight is 20 kilo. Wow. And the equipment in the boat is also 20 kilo, so it's 40 kilo. Yeah. Okay. For 2.5 days, I start at Eifjord. So, start at Eifjord, come out to here. Yes. And then you're going back out. Yes. Do you know how long that is in distance? I mean, is that... The kayak distance, I think it's 40 kilometers. And the way was, I think, 20-25 kilometers. All I can say is good luck, really. Oh, thanks, thanks. Etappe habe ich jetzt hinter mir. Die ersten 15 Kilometer Bach sind gepaddelt. Jetzt langsam fangen auch die spannenden Stellen an. Und so geht es auch morgen weiter. Will we see us again? And would we even talk? Can we reanimate the amity that keeps us alive? I will tell the truth. And you will just agree, that's the plan, that's the end.
die Reise ist nun zu Ende. Ich habe den kompletten Oberlauf des Bay von der Quelle an befahren mit zwei Umtragestellen, eine Klamm mit einer Felssturzzone da drin und eine, naja, versehentliche Umtrage möchte ich sagen, weil ich die erste mit der zweiten Klamm verwechselt habe und nach dem Umtragen erst gesehen habe, dass die falsche war. Den Unterlauf konnte ich leider nicht komplett befahren nach dem Balurschossen. Da war einfach zu viel Wasser drauf. Es hat wochenlang hier wie aus Kübeln geregnet in Norwegen und es war allerwegen Hochwasser. Ein paar kleinere Verluste gab es. Gleich bei der ersten großen Rutsche habe ich mir die Kajakhalterung von einer GoPro verlegt. Da musste ich für einen Teil der Strecke mit nur einer GoPro auskommen. Und ich bin froh, dass es alles so gut geklappt hat. Und ich bin auch froh, dass ich das so gemacht habe.